Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen heute die Sarabande in D-Moll von Georg Friedrich Händel. Sarabande ist ein spanischer Tanz und er geht zurück auf die französische Tänzerin Sarabande. Eine Sarabande oder Sarabande, französisch ausgesprochen, ist ein langsamer Tanz im Dreivierteltakt. Wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten. Das Musikstück hat 2x8 Takte. Also insgesamt sind es 16 Takte. In jeder Zeile stehen 4 Takte. Takt 1 bis 5 ist identisch mit Takt 9 bis 13. In Takt 5 bis 8 in der zweiten Zeile, die wird variiert und die vierte Zeile ist mit der zweiten verwandt, aber doch etwas anders. Fangen wir von vorne an. Das Stück steht im 3/2-Takt, das heißt, die halbe ist der Grundschlag. Ich kann zählen 1, 2, 3 und 1, 2. Wenn ihr es nicht gewohnt seid, in Halben zu zählen, dann stellt euch einfach vor, 3/2 sind 6/4 und dann sind die normalen Halben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieser halbe Takt regelt nur, dass es weniger Betonungen gibt. Zu Übungszwecken zählen wir ab jetzt in Viertelnoten mit einem Schlag. Die rechte Hand beginnt mit den 2 halben Noten A, D und F. Ich spiele euch 2 Takte vor. Ohne den Takt zu berücksichtigen, ihr spielt zuerst A, D, F, dann mit 3, 5, E, G. Und mit 1, 2, 4, A, C, E. Einmal ohne Rhythmus. Der erste Akkord, dann E, G und A, C, E. Jetzt spielen wir in dem Takt, wie es da steht. Und ich spiele Takt 3 und 4 vor. Wir spielen C, F, A mit 1, 3, 5. Dann G, B mit 3, 5. Und C, E, G mit 1, 2, 4. Zum Mitspielen Takt 3 und 4. C, F, A. Mit 2, 4. In Takt 5 in der zweiten Zeile spielen wir D, G, B. Fingerwechsel, damit ich jetzt A, C spielen kann.
und 6 zum Mitspielen. DGB, Fingerwechsel, AC, DFA. Ich spiele weiter, Satakt 7 und 8. AD, GD, E. Nochmal, 2, 2, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 4. Und zum Mitspielen, Takt 7 und 8, AD. Wir spielen die rechte Hand von vorne, Takt 1 bis 8. Und... und spielt Takt 1 bis 8 einige Male für euch allein durch. Wenn ihr soweit seid, dann drückt auf Weiter. Wir spielen Takt 9 und die folgenden. Takt 9 bis 13 ist identisch. Ich spiele die dritte Zeile. Ab Takt 15. C, F, A. Dann geht der zweite Finger zum A. F, D. Cis. B, D. A, D, F. G, Cis, E. Ich spiele Takt 14 bis 16 am Stück. Der Daumen liegt auf dem D, Sprung zum tiefen D und der dritte liegt auf A. Takt 1 und 2 zum Mitspielen und D, D, A, B. Takt 3.
6, kleiner Finger auf G und G. Wir spielen jetzt Takt 14 bis 16 und G, G, E, G, C, E, F, D, B. Das ist eine schwierige Stelle, auch wegen Fingersatz. Wir spielen langsam G, G, E. Und gleich nochmal. 1, 5, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2. Und Takt 15 und 16. G, A, A, D. Takt 15 und 16. Der vierte Finger liegt auf dem G. Wie immer spielt es einige Male für euch allein. Wie vorher auch, spielt beide Hände für euch einzeln, bis ihr sie könnt. Und dann setzen wir es jetzt zusammen und spielen das ganze Stück mit zwei Händen langsam. Ihr seid bereit? Linke Hand auf D, rechte Hand ADF. Von vorne. Und E, G, B, A, G, Oktave F, rechts C, F, A, G, B, C, E, G. Links G. Ich habe gedacht, dieses Tutorial ist ein bisschen wie Nachschlagewerk für euch. Ihr werdet es nicht so schnell spielen wie ich, aber ihr könnt immer wieder nachschlagen und euch nochmal anschauen, wenn ihr es nicht mehr wisst und wenn ihr Hilfe braucht. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.